Er fühlt sich beobachtet von Facebook. Ins Visier kann eigentlich jeder von uns geraten. Aber er hat sich mit Facebook angelegt. Max Schrems, Jurastudent aus Wien. Schon vor dem NSA-Skandal wollte er von dem sozialen Netzwerk wissen, welche Daten es von ihm gespeichert hat. Und das hier war die Antwort. Ein Berg Papier. Nach langem Hin und Her hat mir dann Facebook auch einen Teil geschickt und allein dieser Teil war schon 1200 Seiten dick als PDF-Datei. Und das Spannende war halt, dass da wahnsinnig viele Daten drinnen waren, die sie eigentlich nicht haben sollten. Also gelöschte Daten, Daten, die die Leute selber nie reingegeben haben. Er findet Fotos, private Nachrichten, alles Mögliche, was er mit seinen Freunden geteilt hat. Aber das Wichtigste verschweigt ihm Facebook, wo die Daten eigentlich landen, wenn sie einmal in den USA gespeichert sind. Max sucht eine Behörde, bei der er sich beschweren kann. Er muss nach Irland. Weil Facebook dort seinen Europasitz hat, kann er sich nur an die irische Datenschutzbehörde wenden. Die irische Datenschutzbehörde ist aber übergegangen dazu, einfach nur ein Standard-E-Mail zurückzuschreiben, wo drinnen steht, wir finden das okay und wir wollen uns nicht weiter darum kümmern. Wenn man damit unglücklich ist, dann muss man in Irland vor die Gerichte ziehen, was bis zu 20.000 Euro kostet und deswegen noch keiner gemacht hat. Im November 2013 lehnt die irische Datenschutzbehörde Max Beschwerde ab. Facebook dürfe seine Daten in die USA weitergeben, trotz NSA-Skandal. Max will das nicht hinnehmen. Er sammelt Geld übers Internet und zieht vors oberste irische Gericht. Da liegt der Fall jetzt. Allein aus Deutschland wandern täglich Millionen von Daten über die Europazentralen der großen amerikanischen Unternehmen in die USA. Eigentlich wäre das verboten. Die EU erlaubt es nur in solche Länder, die einen angemessenen Datenschutz bieten. Warum ist es dann trotzdem erlaubt? Die Grundlage für die Datenübermittlung von Europa in die USA ist bisher ein Abkommen zwischen Europa und USA, das den Namen Safe Harbor hat, aus dem Jahr 2000. Wo wir uns noch nicht ansatzweise vorgestellt haben, was in den USA an datenschutzrechtlichen Verstößen stattfindet. Safe Harbor, dieses Abkommen zwischen der EU und den USA, hat auch die Bundesregierung von Anfang an unterstützt. Unternehmen, die dem sicheren Hafen beitreten, müssen lediglich erklären, dass sie Datenschutzstandards umsetzen. Das riesige Problem bei Safe Harbor ist, dass also hier eine Ausnahmeregelung für die USA geschaffen wurde. An allen anderen Ländern wird verlangt, dass ein zumindest angemessenes Niveau zum europäischen dann nachgewiesen wird, um den Datenaustausch vornehmen zu können. Bei den USA ist es nicht der Fall. Und so funktioniert's. Die Unternehmen registrieren sich auf einer Liste beim US-Handelsministerium. Vollkommen freiwillig, heißt es auf der Homepage. Damit erkennen Sie zum Beispiel an, dass die Kunden Auskunft bekommen müssen, wie ihre Daten genutzt werden und dass sie widersprechen dürfen, wenn die Daten an Dritte weitergegeben werden sollen. Max Schrems hat von diesen Prinzipien aber nicht viel. Facebook ist zwar auf der Safe Harbor-Liste, aber das Unternehmen halte sich nicht an die Regeln, sagt er. Wir haben 3 Datensätze bekommen. Und dann, wie das in die Öffentlichkeit gegangen ist, und auf einmal, das waren 40.000 Leute, die dann Auskunftsersuchen gestellt haben, hat Facebook vollkommen aufgehört, die Daten herzugeben. Es hat nie Konsequenzen gegeben und Facebook gibt bis heute die Daten nicht mehr so raus, wie es eigentlich notwendig wäre. So sieht das jedenfalls Max Schrems. Auch EU-Justizkommissarin Viviane Reding ist mit Safe Harbor unzufrieden, will mit den USA über strengere Regeln verhandeln. Uns schreibt sie auf Anfrage, das Damoklesschwert einer Kündigung von Safe Harbor ist immer noch da, falls es keine Verbesserungen gibt. Nach meiner Überzeugung muss die Kommission dringend Safe Harbor kündigen. Seit dem Jahr 2009 haben wir in der Europäischen Grundrechtecharta einen Artikel 8, ein Grundrecht auf Datenschutz. Spätestens seit diesem Jahr ist es auch klar, dass diese Prinzipien von Safe Harbor nicht mehr gelten können. Die Geschäftsgrundlage, die rechtliche, aber auch die tatsächliche Geschäftsgrundlage weggefallen ist, Safe Harbor also illegal ist. Max Schrems hat eine Initiative gegründet. Zusammen mit anderen Betroffenen greift er auch andere Internetriesen aus den USA an. Beispiel Yahoo. Max' Freund Andreas ist dort seit 10 Jahren Kunde. Der E-Mail-Dienst soll angeblich Daten an die NSA weiterleiten, massenhaft. Andreas hat Angst, dass längst alle seine Mails in den USA gespeichert werden und vielleicht auch an den Geheimdienst gehen. Es sind sehr viele private Sachen, die man natürlich per Mail schreibt, an Freunde, Bekannte, natürlich auch berufliche Sachen. Also wenn ich mich mal beworben habe, bei irgendeinem Job ist das meistens über den Account gegangen.
Also es geht im Grunde genommen, das ganze Privatleben slash auch Berufsleben läuft über dieses E-Mail-Konto. Yahoo sitzt in München, also hoffte Andreas auf die bayerischen Datenschützer. Er schrieb einen Beschwerdebrief und forderte sie auf, zu untersuchen, ob Yahoo seine Daten an die Geheimdienste weitergibt. Jetzt liegt der Fall bei der Bundesdatenschutzbeauftragten. Die Behörde prüft bereits seit einem halben Jahr. Mehr weiß Andreas im Moment auch nicht. Also ich habe das Gefühl, dass das letzte Schreiben, das ich bekommen habe, nicht wirklich befriedigend war. Dass es mehr so ein im Regen stehen lassen war. Also so, ja, wir machen irgendwann, wir prüfen irgendwann, aber ich frage mich halt, wann das passieren wird. Max und Andreas planen deshalb jetzt schon den nächsten Schritt. Für ihr Grundrecht auf Datenschutz würden sie auch bis ganz nach oben gehen. Vor den Europäischen Gerichtshof. Facebook hat uns übrigens geantwortet und gesagt, man erfülle alle Standards und könne auch alle Daten, die über einen selber gespeichert sind, dort herunterladen. Und sämtliche Stellungnahmen in ganzer Länge können Sie auf unserer Internetseite nachlesen, ratgeberinternet.de. Unser Internet-Experte heißt Jörg Schieb. Hallo. Frohes neues Jahr. Hallo. Schön, dass du da bist in 2014. Erklär uns mal kurz, wie man seine Daten bei Facebook einsehen kann. Da gibt es einen Bereich, der ist gut versteckt allerdings, unter den Privatsphäre-Einstellungen. Da kann man quasi ein Dossier über sich anfordern. Das muss man anklicken und dann muss man ein bisschen Geduld haben. Das kann durchaus 20 Minuten dauern. Dann bekommt man eine E-Mail, das Dossier ist da. Da muss man wieder auf die Facebook-Seite gehen, kann es sich herunterladen und dann das Ganze im Browser angucken. Das sind so etliche Seiten. Da sehe ich, welche Fotos wurden gemacht, mit wem habe ich gechattet und was habe ich geschrieben, welche Nachrichten habe ich erhalten. Also alles, was Facebook über mich preisgeben möchte, das kann ich da sehen. Sagen möchte. Wahrscheinlich ist es nicht alles, was es hat. Alle sagen, das weiß Gott nicht alles, was sie über uns wissen. Also die statistischen Erhebungen, die sind da nicht mit drin. Also dieses Safe Harbor, dieses sichere Hafen Abkommen, sollten wir das nicht lieber kündigen? Es bringt doch gar nichts. Im Grunde genommen schon. Die Amerikaner machen, was sie wollen. Das heißt, also wir können uns nicht darauf verlassen. Wenn man das streng sehen möchte, so müsste man kündigen. Aber man hat natürlich die Möglichkeit, auch Alternativen zu benutzen, eben nicht bei amerikanischen Diensten unterzukommen. Bestes Beispiel dafür, wenn man E-Mails zum Beispiel schreiben möchte, ist das Angebot von Posteo. Das ist ein deutsches Startup, ganz klein. Und die schreiben Datenschutz ganz groß. Man hat Adressbücher, man hat ein riesengroßes Speicher für E-Mails und alles für 1 Euro im Monat kostet ein bisschen. Aber das lohnt sich wirklich. Oder aber man guckt einfach mal, was gibt es für Alternativen für Software zum Beispiel, aber auch für Online-Dienste. Da kann man auf diese Webseite gehen, das ist eine wunderbare Übersicht. Da kann man dann zum Beispiel sehen, welche Programme kann ich benutzen, welche Online-Dienste, Zahlmittel zum Beispiel, die ganz sicher sind, Suchmaschinen wie DuckDuckGo zum Beispiel. Aber auch für soziale Netzwerke wie Facebook gibt es Alternativen, Diaspora zum Beispiel. Mhm. Es gibt sie, sie sind nicht so bekannt, nicht so populär. Das heißt, man ist sicherer unterwegs, trifft aber hier zum Beispiel nicht so viele Freunde, wie man das bei Facebook würde. Man kann sie im eigenen Freundeskreis bekannt machen. Man muss einfach mit gewissen Einschnitten da rechnen.